Leute, willkommen zu einer neuen Folge von No Man's Sky. So, wir sind hier in unserer neu entdeckten Basis. Ich bin ja richtig gespannt, was wir hier so finden werden. Kann ich damit interagieren? Vielleicht, bitte? Nein, okay. Ja, ich weiß. Ich will ins Weltall fliegen, aber will ich das hier erkunden? Kann ich damit Multiwerkzeugtechnologie analysieren. Neue Technologie. Strahlenfokus. Sigma. Heridium, Plutonium. Haben wir im Schiff. Okay. Nice. Ist ja... Wenn es hier Bewohner gibt, sind sie dann wütend, wenn ich das alles hier mitgehen lasse? Ja, wir erkunden einfach mal die Basis, oder? Na, wenn hier keiner ist, können wir es ja leer räumen. 28 Folgen später nimmt irgendwer Rache an uns. Verschlossene Tür. Atlas Pass V... Nein! Warum Atlas Pass V2 notwendig? Das heißt, ich kann hier gar nichts machen in dieser Basis? Das wäre richtig dumm. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein! Wieso Atlas Pass V2? Das ist schon irgend so ein Vorbesteller-Scheiß. Ja gut, dann klar ich das halt. Ne? Ich meine, das ist ja richtig dumm. Oder muss ich da irgendwie was eingeben vorher? Warum kann ich in diese Basis nicht weiter? Ja, mache ich gleich. Was ist das hier? Die Lebensform, die in dieser Anlage arbeitet oder arbeitete, hinterließ ihre Ausrüstung, die dem Himmel nach interessanten neuen Systemen und Raumphänomenen absucht. In Abwesenheit der Kreatur ist sie auf etwas Größeres gestoßen. Ein Signal ist eingegangen und eine Übertragung verlangt eine Antwort. Eingabe 2-1-1-2-1-2-2-1-2-2-1-2-1. Entdeckt einen Ort in den fernen Sternen. Wow! What? What's that? What? What was that? Okay. Okay. Kann ich jetzt... Wo krieg ich diesen... Was ist das für ein Signal? Ankunft. Okay, da gehen wir auf jeden Fall hin. Zu dieser Ruine. Warte, ich wollte eigentlich noch diese Folge diesen Planeten verlassen. Ah, hier gibt es ja noch so viel zu erleben auf diesem Planeten. Ich meine, das ist ja richtig heftig. Jetzt haben die auch noch Ruinen designt. Geh raus, bitte. Dann bist du zu diesen Ruinen. Ah, da ist unser Raumschiff geparkt. Oder gibt es hier irgendwo anders noch einen Eingang? Ich sehe mir noch ein bisschen um. Einmal so rum. Ich hoffe, wir verlieren da nicht unser Raumschiff aus dem Blick. Kann hier noch ein bisschen irgendwas interagieren oder so? Ich weiß ja nicht. Hier vielleicht? Hier sind doch so Trümmer. Okay. Jetzt brauchen wir so ein Überbrückungsgedöns. Komm mal hier irgendwie rein. Das sieht doch aus wie so ein Wohnwagen. Oder so ein Container, besser gesagt. Geht reinlunsen. Ach, da kommt man rein. Auf der anderen Seite kommt man rein. Nice. Das sind anscheinend wirklich solche Wohnwegen. Was ist das hier? Eine komplette Basis auseinander. Kann ich damit irgendwas interagieren vielleicht? Na gut, dann nicht, ne? Ach, hier. Kriegen wir noch Kohlenstoff wahrscheinlich. Yep, Kohlenstoff. Da noch eins? Nein. Zum nächsten Wohnwagen. Ja, ich weiß, ich werde schon zum Raumschiff gehen. Keine Sorge. Keine Panik. Uiuiui, hier ist wieder mehr Zeug. Wieder ein Biotop am Eingang. Nein. Okay, was ist das hier? Nichts, okay. Was ist das hier? Das ist wieder so ein... Okay. Also der Gurk hat sich verbessert. Was ist das hier? Multiwerkzeugtechnologie. Neue Technologie. Nachladebeschleuniger Sigma. Okay. Heridium haben wir im Schiff. Keine Sorge. Da wird dann alles nachher noch irgendwie andingsen. Unentdeckt. Haben wir doch gerade entdeckt. So, geht's hier noch irgendwo nochmal rein? Ich sehe bald einmal außen rum. Ich glaube wirklich, das war der einzige Eingang, dass wir nur weiterkommen mit diesem Atlas Pass V2. Wahrscheinlich irgend so ein Vorbesteller-Scheiß. Denke ich mir. Komme ich jetzt noch irgendwie rein oder wie ist das? Gut, dann komme ich halt nicht mehr rein. Was ist das? Das ist wieder so ein Teil, ne? So ein Überbrückungsgedöns. Okay. Einmal gehe ich noch außenrum. Sicher ist sicher. Ich will hier nämlich alles entdecken, was es hier zu entdecken gibt. So, da sind wir doch vorher schon rein, oder?
Was hat für ein Geräusch? Okay, ich verdufte. Flüchte nach drinnen. Reisemeilenstein erreicht. Der wäre? Was habe ich denn gemacht, so tolles? 7500 Uhr zurückgelegt. Okay, dann klingen wir jetzt einmal außen drüber. Oder oben drüber. Gibt es hier vielleicht noch irgendwo einen Eingang? Vielleicht. Nein, schade. Ich überall einen Eingang suche. Ich will doch irgendwie rein. Da muss es doch mehr geben, nur dieses kleine Gedöns. So, dann gehen wir dahin. Dann fliegen wir schnell zu den Ruinen. Vielleicht finden wir auf dem Weg dorthin noch was Neues. Die Hoffnung siegt immer. Okay, noch ein bisschen scannen. Vielleicht haben wir da auf dem Weg noch ein bisschen was. Nee, okay. Nichts irgendwie was Neues. So, davon ist unser Schiff. Man kann auch das Schiff upgraden. Da freue ich mich auch richtig drauf, dass man das Schiff so richtig heftig tunen kann. Oh, das sollten wir was gegen machen, glaube ich. Hier. Lebenserhaltung. 100% bitte. Dankeschön. So, bevor wir losfliegen, werde ich hier meine Waffe noch ein bisschen upgraden. Ich will sie nicht zerlegen. Ich will mehrere Slots hier, bitte. Ja, richtig dumm, ne? Kriege ich da alles zurück? Nee, kriege ich nicht die Hälfte zurück. Ist ja richtig dumm. Was macht der Analysierer? Optisch wird besser. Okay, das brauche ich eigentlich schon. Mann. Das gibt's doch nicht. Ich will das. Okay, dann lassen wir das einfach mal so im Moment. So, los geht's. Richtung Ruine, bitte. Ah, oh, nicht nach oben. Wir wollen auch nicht starten. Oh, und da zur Ruine. Kann ich eigentlich schießen auch mit diesem Teil? Oh. Richtig nice. Richtig nice. Planetare Störung. Nein, ich will noch nicht nach oben. Okay, das fliegt sich anders wie in anderen Weltraumsimulationen. Gibt es auch irgendwie Speed oder so? Achso, kann ich schießen. Nice! Aber der habe ich nicht getroffen. Nein, noch nicht. Aber einmal gedrückt und schon landet der komplett. Okay. Ja komm, wir verlassen das irgendwann bestimmt. Doch vorher ballern wir den Planeten zu Schrott. Nee, Spaß. Habe ich jetzt wirklich was getroffen? Okay, ich glaube, diese Anzeige ist immer so. So, sind wir da schon? Bei der Ruine? 24 Sekunden. Kriegen wir hin. Gibt es da nicht irgendwie auch einen Speed-Antrieb? Nein, nicht la. Nein, nicht eine Sequenz. Kann ich hier nicht irgendwie auch schneller fliegen vielleicht? Okay, das ist so. Ich kann hier nicht schneller fliegen, das finde ich eigentlich schon ziemlich dumm. So, da unten scheint die Ruine zu sein. Dann landen wir hier drüben. So. So, gelandet. Hier ist die Ruine. Was ist das hier? Ist ja noch so ein richtig heftiger Stützpunkt. Okay, das ist wieder so ein Alien-Sprachengedöns. Glaube ich. Ein Gigwatt. Andocken gelernt. Wieder rauf, bitte. Was ist das hier? Ist hier noch irgendwas zu holen? Das ist bestimmt was. Oh, nice. Oh, nice. Ihr könnt das aber immer durchlesen. Ich werde es nicht vorlesen. Ja, das wisst ihr schon. Okay, das lese ich vor. Wir sind die Herren der Galaxie, die Herrscher des Kosmos. Jeder Feind wird sich dem allmächtigen Geek-Großreich auf Knien unterwerfen. Wir sind die Erstgebrüteten. Okay, sind anscheinend Reptilien und irgendwas, was Eier legt. Schau auf unsere Werke und verzweifle. Um Hilfe bei der Sprache bitten. Wieso denn? Wir verstehen es doch gut. Ah, okay. Man wissen über die Geek wächst. Also sie sind die Geek quasi diese hochentwickelte Spezies in diesem Universum. Das ist richtig nice. Okay, hier haben wir wieder ein neues Wort. Okay. Mehr ist hier nicht zu holen, oder? Reisemeilenstein. Ein bisschen scannen, ob hier was Neues gibt. Okay, gut. Was ist das denn? Das können wir noch mitnehmen. Ja, wenn wir schon hier sind. Butz! Feinde nähern sich.
Komm, wenn du willst. Komm her. Stirb doch jetzt! Ich hab nicht so viel Lebensenergie. Ich kann ihm. Ich muss nachladen. Oh Mann, der Shooter des Todes. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Stirb. So, schön mit dir. Ich hab. Das ist mir zu gefährlich hier. Das ist mir einfach zu gefährlich. Ich weiß, dass wir mit denen leicht Schritt halten können, aber. Wir hauen ab. Wir flüchten von diesem Planeten. Geronimo! Aber Geronimo ist eigentlich da unten. Kann ich hier komplett umdrehen? Ja, nice. Sturzflug! Wo sind die Teile? Oh, fuck. So. Dann würde ich sagen, brechen wir auf in eine neue Welt. Leute, was meint ihr? Ich würde sagen, ja. Ja! Nach oben, Leute. Nö. Ich verwichte dir jetzt nicht. So, dann geht's jetzt ab nach oben ins Weltall. Was ziemlich lange dauert. Wie lange dauert das denn? Oh, wir fehlen schon die ersten Sterne. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Da will ich hin. Was ist das? Ist das eine Raumstation oder so? Das sind ja richtig viele Raumstationen. Oh, System. Mace. Euclid Galaxy. Wir müssen das einfach. Hey, komm. Ich hasse den Galaxienamen. Jetzt kommt, das ist meine Galaxie. Deswegen. Benenne ich das alles jetzt um? Umbenennen. Der Planet, wo wir gerade waren. Wie könnte der denn heißen, Leute? Wie könnte der denn heißen, Leute? Ich bin da. Irgendwas mit Anfang. Erste Schritt. Irgendwas richtig Nices. Okay, das waren ziemlich bewohnt. Naja, ein bisschen Vegetation. Ich würde sagen. Das ist eigentlich ein internationales Spiel. Das heißt, viele Leute werden auf Englisch reden, denke ich mir. Das ist kein deutscher Server. Das sind ja alle gleich in der gleichen Welt. Als wenn wir das auf Englisch nennen. Ich nenne das einfach ganz klassisch. New Begin. Okay. Nein, ich will es groß schreiben, bitte. Die eigene Note, Leute. Das ist wichtig. Nein, ich verschreibe mich nicht. Okay. New Begin, Rayon. So. Nice. Dann. Nice. So. Ich werde jetzt alles von meinem Zeug mit Rayon kennzeichnen. Ich weiß, das ist ein bisschen egoistisch, ein bisschen eingebildet, muss ich sagen, aber. Wie könnten denn diese Sonnensystem heißen? Ich weiß ja nicht. Ich hätte eine Idee. Sagt er dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Ach Mann. Aber Leute, ich will sagen, wir werden jetzt alle Sonnensysteme nach Gerichten benennen. Und die Planeten. Oder könnten wir die Planeten auch irgendwie nach Gerichten benennen, oder? Nee, komm, die Planeten nennen wir cool. Also irgendwie nach coolen Wörtern, die wir uns ausdenken. Also was zum Planeten passt. Und die Systeme heißen irgendwie wie irgendein Gericht. Finde ich nice. So, was gibt's hier noch? Da können wir noch. Oh ja, das geile Teil. Dem gebe ich sogar einen Namen. So geil sieht der aus. Der wird heißen. Der hat ein Segel am Kopf und der hat nur so eine lange Nase. Ich würde sagen. Segelschnüffler. Soll ich das auch mit Rayon betiteln? Ich weiß nicht. Das klingt doch schon ein bisschen eingebildet, oder? Nee, komm, sieht ja jeder, dass das meine Galaxie ist. Ich meine. Ja, das reicht schon dann hier. Der Segelschnüffler wurde entdeckt. Hochgeladen, okay. Okay, die Pflanzen hier. Die
Können wir einfach so hochladen. Pflanzen muss ich jetzt nicht unbedingt benennen. Nice. Okay. Haben wir jetzt hier noch was? Nein, okay. Was immer noch Orte, die wir irgendwie benennen können, oder? Einträge. Wegpunkte. Nein, haben wir nicht. Okay. Ja gut, dann war's das. Dann würde ich sagen... Oh Mann, wo sind wir denn hier? Bisschen... Oh, 9500 Units. Wir könnten auch wieder zurück auf den Planeten, wo ich eigentlich gar keine Lust drauf habe. Da drüben ist ein neuer Planet. Habe ich keine Lust eigentlich. Ist hier irgendwo eine Raumstation, wo ich irgendwie andocken kann? Ich weiß ja nicht. Gibt's hier auch irgendwie eine Außenansicht oder so? War das? Oh, nee. Das ist so nice. Kommt ein anderer Spieler her. Was ist denn das für ein Planet? Kann ich irgendwie ranzoomen? Ach so, zoome ich, okay. Wo war ich denn jetzt? War das die Nudelsuppe? Nein. Okay. Wo fliege ich denn hin? Hyperantriebstechnologie. Erfangen. Wie komme ich hier... Okay, so kann ich hier in das Teil wechseln. Nudelsuppe, Rayon, Region, Smonaiko. Klasse G6F, drei Planeten, ein Mond. Entdeckt von Du am 10.08.2016. Okay. Entfernung zum Zentrum. Oh, 175.592,8 Lichtjahre? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich glaube ja, ein Lichtjahr ist das die Entfernung, was ein Lichtstrahl in einem Jahr zurücklegt. Das ist ziemlich viel, denn in einer Minute legt die irgendwie schon richtig viel zurück. Ich meine, zur Sonne braucht, von der Sonne nach hierher braucht ja, also zu unserem Planeten, zur Erde, braucht das ganze Zeug ja nur 8 Minuten. Was schafft es dann in einem Lichtjahr? Ich glaube, der nächste Stern... Ich glaube, das ist Alpha Centauri. Wie viele Lichtjahre sind das entfernt? Das wusste ich mal. Irgendwas mit 20 Lichtjahre? Irgendwas. Es waren schon Lichtjahre. Ich glaube, 20 Lichtjahre. Oder waren es 2? Ich vermühe mich da noch ein bisschen. Da ein bisschen rauszoomen. Was ist das hier? Es wurde davor noch keinem entdeckt. Wegpunkt hinzufügen. Status unbekannt. Okay, wir müssen aber hier bleiben, weil wir noch keinen Hyperantrieb haben. Deswegen bleiben wir in der Galaxie der Nudelsuppe. Aber hier gibt es doch einen zweiten Planeten, oder? Gibt es doch irgendwo. Was ist das hier? Was ist das hier? Ankunft, Raumstation. Ja, da wollen wir hin. Nice. Fliegen zur Raumstation. Ein paar Sekunden, da kriegen wir hin. Müssen wir da irgendwie andocken? Ich weiß es nicht, Leute. So. Wo ist denn die Raumstation? Was? 23 Minuten? Was? Wir müssen jetzt 23 Minuten hinfliegen? Kann sie ja schon mal befeuern. Das ist besonders, da muss man doch irgendwie... Das geht doch nicht. Da muss man doch... Da kann man doch bestimmt irgendwie... Hier. Egal. Da kann man doch bestimmt irgendwie hinwarpen, oder? Das ist doch sicher nicht... Hier der Sinn der Sache. Dass man hier... Auswahl bewegen. Das ist doch sicher nicht der Sinn, dass man da jetzt 23 Minuten hinfliegt. Freiflugmodus. Okay. Nudelsuppe. Freiflugmodus. Sonst habe ich keine Modi. Kommt aber auch nicht näher ran. Also, dass ich irgendwie einen Planeten auswählen könnte. Muss ich da wirklich jetzt hinfliegen zu dieser Raumstation? Zu dieser Raumstation, die irgendwie 23 Minuten entfernt ist? Das gibt es doch nicht, oder? Muss ich da jetzt wirklich hinfliegen? Ach, Impulsantrieb. Nice. Ja, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Aber die crashen wir jetzt nicht. 3, 2, 1. Abbremsen! Abbremsen! Huh! Nice!
Also, ah! Also wenn ich R1 und L1 gleichzeitig drücke, dann gibt es quasi den ultimativen Impulsschub. Ne, ich brauche jetzt nicht. Okay, doch, einmal noch. Wow! Impulsantrieb offline. Achso, der schaltet automatisch offline. Nice! So Leute, dann werden wir jetzt die Raumstation betreten hier. Aber Leute, ich würde sagen, bevor wir das tun, beenden wir jetzt die Folge. Wir werden in der nächsten Folge diese Raumstation betreten. Mega nice, ich freue mich schon mega drauf. Und bleibt mir nur zu sagen, ich hatte bei der heutigen Folge Final Fantasy vorbei. Und ich muss abbremsen, weil ich crashe sonst. Ah, ich drehe immer noch ab. Okay, Ryan sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.